Eine ganz, ganz persönliche Reisegeschichte, wenn es in den Urlaub geht oder am Wochenende eine längere Autofahrt ansteht. Also egal mit welchem Verkehrsmittel, Auto, Bahn, Flugzeug, vielleicht sogar mit dem Schiff. Eine ganz persönliche Geschichte, damit die Reise schöner wird. Die Reise in den Urlaub. Jetzt gibt es die Ab ins Bett Reisegeschichte. Und die gibt es online, und zwar nur auf abinsbett.net, persönlich nur für dein Kind. Und für die treuen Ab-ins-Bett-Hörer und Hörerinnen gibt es einen Gutscheincode. Damit erhaltet ihr 5 Euro Rabatt, gibt übrigens auch keine Versandkosten, denn es wird digital verschickt. Der Gutscheincode lautet Urlaub23. Was steht denn hier rum? Was ist denn das da? Ist das ein Paket? Da steht ja nicht mein Absender drauf. Ach, das ist gar nicht für mich, das ist für Moni. Moni ist die Titelheldin heute in der neuen Gute-Nacht-Geschichte. Und was es mit diesem Paket auf sich hat? Na, das hören wir jetzt. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist der Ab ins Bett, die 1039. Gute-Nacht-Geschichte für Freitagabend. Ich bin Marco und jetzt geht's sofort ins Wochenende mit dem Recken und Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg von euch, von eurem Körper. Soweit es nur könnt, macht euch ganz, ganz lang, spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und ich bin mir sicher, heute am Freitag findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1039. Gute-Nacht-Geschichte für Freitagabend, den 30. Juni. Moni und das rätselhafte Paket. Moni ist ein ganz normales Mädchen. Heute ist ein ganz normaler Tag. Übrigens ist Moni 10 Jahre alt. Und heute, als es bei ihr an der Haustür klingelt, eilt sie zur Tür und öffnet die Tür. Doch niemand steht da. Ah, dann entdeckt Moni aber ein seltsames Paket, das direkt vor der Haustür steht. Es sieht so wunderschön aus, es ist verziert. Aber es steht kein Absender drauf. Von wem kommt es denn? Neugierig nimmt Moni das Paket mit an sich und zeigt es sofort ihrem besten Freund Leo. Leo ist nämlich gerade zu Besuch, denn sie wollten eigentlich die Hausaufgaben machen. Normalerweise gibt es am Freitag keine Hausaufgaben, aber Leo und Moni haben sie gestern vergessen und müssen die Hausaufgaben nachholen. Und weil sie am Wochenende spielen wollen, wollen sie dies heute machen. Allerdings können Moni und Leo vor Aufregung nun kaum still sitzen. Sie beschließen, das Paket gemeinsam zu öffnen und herauszufinden, was es damit auf sich hat. Vorsichtig ziehen sie erst das Geschenkpapier ab. Und dann entdecken sie, was in diesem Paket ist. Es ist ein altes Buch und eine Karte. Das Buch ist mit goldenen Buchstaben verziert. Und die Karte zeigt einen Weg zu einem Ort, der heißt der Garten der Wunder. Moni und Leo sind begeistert und beschließen, den Ruf des Abenteuers zu folgen. Die Hausaufgaben, die vergessen sie. Zumindest für den Moment. Sie sehen sich die Karte ganz genau an und machen sich auf den Weg in den Wald. Der ist zum Glück gar nicht weit weg. Dort folgen sie den Hinweisen auf der Karte und sie begeben sich auf eine aufregende Reise durch den dichten Wald. Sie kommen an alten, knochigen Bäumen vorbei und an rauschenden Bächen. Dass der Wald hier so schön ist, ist Moni noch nie aufgefallen. Als sie unterwegs mal nicht mehr weiter wissen und ihnen die Karte auch nicht hilft, den richtigen Weg zu finden, da hilft ihnen ein lustiges Eichhörnchen
Zum Glück weiß das Eichhörnchen eine Abkürzung und kann den beiden so helfen. Ein Vogel kommt bei ihnen vorbei und er singt ihnen ein Lied. Das finden Leo und Moni toll. Der Vogel singt aber nicht nur ein Lied. Im Lied ist auch der nächste Hinweis versteckt. Und mit diesem Hinweis erreichen Moni und Leo den Garten der Wunder. Oh, sie staunen über die Schönheit des Ortes. Sie sehen bunte Blumen, geheimnisvolle Statuen und einen glitzernden Wasserfall. In der Mitte des Gartens ist eine große Steintafel. Auf der ist eine Inschrift zu lesen. Die Wunder liegen in der Fantasie, steht darauf. Moni und Leo verstehen den Hinweis und sie erkennen, dass das wahre Geheimnis nicht im Garten liegt, sondern in uns, in unserer Fantasie und in unserer Vorstellungskraft. Die beiden beginnen nun die Wunder um sich herum zu sehen und zu spüren. Sie tanzen auf der Blumenwiese, sie singen mit den Vögeln und sie lassen ihre Träume und ihren Ideen freien Lauf. Nachdem sie genügend Zeit im Garten der Wunder verbracht haben, beschließen Moni und Leon, sich auf den Heimweg zu machen. Sie nehmen das Buch und die Schatzkarte mit und kehren mit einem Gefühl des Glücklichseins zurück. Zu Hause öffnen sie das Buch noch einmal und sie lesen darin Geschichten von Abenteuern und Fantasiewelten. Und sie merken, dass die wahre Magie im Lesen und im Erfinden von Geschichten liegt. Moni und Leo beschließen nun ab sofort nicht mehr Bücher zu lesen, sondern eigene Geschichten zu schreiben. Und die erste Geschichte ist die Geschichte vom Wunder im Garten. Na Gott sei Dank, denn die Hausaufgabe war ebenfalls, eine Geschichte zu schreiben. Jetzt haben sie richtig viel Lust drauf. Moni und Leo beschließen, ihre Erlebnisse im Garten mit anderen zu teilen. Sie organisieren eine große Vorlesestunde in der Schule und laden alle Mitschüler ein. Die hören ihnen begeistert zu und denen gefällt die Geschichte. Moni, die weiß genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. Ab ins Bett. .net. Gute Nacht.